Servus Leute, willkommen bei einem neuen Part. Es gibt Krieg, nämlich gegen Luango. Ja. Erstmal müssen wir warten, bis unsere Truppen sich hier voll moralisiert haben, was jetzt der Fall ist. Jetzt können wir uns eigentlich auch einen General hier reinholen. Zack. Und wir haben eine neue Stufe der Armeeprofessionalität erhalten. Wir können um Garnisonen auffüllen. Und ja, jetzt schicken wir mal unsere Truppen hier in den Transporter hier rein. Und ich würde sagen, wir greifen Luango von Luang. Ne, ich schicke sie erstmal hier nach Norden. Genau, also ich weiß nicht, wie stark deren Verbündete sind, weil ich sie nicht sehen kann, da sie mit Kastanien und Luba verbündet sind. Wahrscheinlich sind es irgendwelche kleinen Afrikanerstämme hier, die irrelevant sind für uns. Aber jetzt werde ich sie angreifen und zwar... Scheiße, ich brauche einen freien Diplomaten. Okay, das haben wir gleich. Wir schicken einfach mal den zurück. Das dauert jetzt auch wieder ein paar Tage. So, wir müssen einen neuen Rivalen bestimmen. Aragon will ich nicht. Dänemark vielleicht. Kastilien. Nee, Polen-Litauen auf keinen Fall. Timur ist 233% stärker als ich. Warum kann ich sie da als Rivalen definieren? Ergibt irgendwie wenig Sinn, ne? Ja, ich nehme Dänemark. So. Weil ich die Dänen nicht mag, nehme ich die Dänemark. Das sind denen, die ich mich mag. Okay. Seid ihr bereit, den Knopf zu drücken? Krieg erklären! Wir wollen die Provinz Soyo! Das ist diese hier. Die gerade von Rebellen besetzt wird. Deswegen greifen wir euch jetzt an. Und zwar jetzt. Der Krieg ist eröffnet. Und unsere Flotte kommt gleich in eine Seeschlacht mit einem einzigen Bötchen. Landet nun auf Mayumba. Nachdem ihr noch das eine Schiff besiegt habt, so. Und die Invasion beginnt. Mayumba wird angegriffen. So, und sie hauen ab. Was für Weicheier. Sie haben sich nach Gabun zurückgezogen. Oh nein, Waffenstillstand mit diversen Nationen ist beendet, die uns jetzt eventuell angreifen können. Was ist mit den Franzosen? Wie lange haben wir da noch einen Waffenstillstand mit wegen 13 Kolonien? 92. Oh Gott. Nur noch wenige Monate. Ein Jahr. Um genau zu sagen. Ich brauche unbedingt Verbündete, bevor die Franzosen mich nochmal hier angreifen. Eigentlich will ich das Bündnis mit Kastilien nicht. Aragon. Großbritannien befindet sich im Krieg. Das interessiert mich nicht. Hey Aragon, Staatsehe. Alter, acht Bündnisse. Ich muss irgendwas auflösen. Ich muss irgendetwas auflösen, was mir auf den Sack geht. Ja, wobei ich kriege immer noch plus 7, das ist eigentlich noch okay. Norwegen, Herrschaft über Vasall, muss sein. Was nicht sein muss, ist halt Navarra. Ne. Tja. Vielleicht schreckt es die Aragonier jetzt ein bisschen ab, jetzt da ich eine Staatsehe mit denen habe. Eventuell kann ich sogar ein Bündnis eingehen. Ja, vielleicht. Großbritannien hat Majumba besetzt. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier nach Luango, ihre Hauptstadt. So, was will ich denn eigentlich haben? Ganz einfach, ich will alles haben, was sie hier haben. So ungefähr. Was? Koalition? Kongo ist okay, Luango ist okay, Luba, die sind eh schwach. So, von daher. So, joische Nationalisten. Will ich die angreifen? Kann ich eigentlich machen. Aber zuerst besetze ich Luango.
Die Ashanti, jawohl, mitten ist. Ja. Leider kann ich sie noch nicht vassalisieren. Oh nein, das ist nicht gut. Die Ashanti werden immer mächtiger. Irgendwann kann ich sie nicht mehr vassalisieren, weil sie zu stark sind. Leute, ich will nicht, dass ihr hier Krieg führt. Ich bin zwar nicht euer Overlord, aber ich befehle euch, nicht den Krieg zu erklären. Nee, ich bin es falsch angegangen. Ich hätte zuerst sie vassalisieren können bevor ich ihr den Krieg erkläre. Ich könnte es ja so machen, dass ich hier versuche, möglichst früh diesen Krieg zu beenden, damit ich sie noch vassalisieren kann. Es hat auch seinen Vorteil, weil wenn ich sie jetzt vassalisiere, bin ich im Krieg gegen die Mossi und kann auch weitere Provinzen von denen fordern, wenn ich diesen Krieg gewinne. Und da muss ich sie nicht aktiv angreifen. So, Ashanti, ja gut, das hatte ich gerade eben. Das war irgendwie dumm, dass ich hier nochmal den versucht habe hinzuschicken, naja. Das ist egal. So, Luango fällt bald. Wir sind jetzt bei 8%. Haben wir einen Bonus, weil wir ihre den Hafen blockieren. Unter Blockade, jawohl, haben wir. Gut, 7%. Komischerweise ist ihre... Aha, was haben wir denn da? Was ist denn hier los? Oh Gott. Gar nicht gut. Nein, das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Never. I never accepting it. Nein. I will never accept this. This is my Kolonienation, not yours. Naja, also sie haben jetzt hier unsere Kolonie besetzt, die jetzt hier nicht mehr weiter wächst anscheinend. Aber dafür besetzen wir Luango! Yay! Yeah. Yay, yeah, 14%. Oh, hier sind 8 Truppen von Luango und hier sind ihre anderen Truppen. Hier ist Kasanie. Hier ist Luba. Anscheinend ist Luba doch stärker, als ich dachte. Denn Luba scheint hier... die an hergrenzenden Provinzen hier besetzt zu haben. Tja. Mailand besitzt religiöses Ende des religiösen Chaoses. Eieiei, jetzt kommen sie hier mit 20.000 Truppen. Das könnte gefährlich werden. Wir müssen jetzt aufpassen. Sie sind zwar uns technologisch unter... Alter, 35%. Jetzt aber, ich will Luango. Bevor die uns hier angreifen mit ihrer vollen Übermacht an Truppen. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, Frank, ich beleidige mich ruhig. Was? Es gibt ein Problem mit Großbritannien und ich vermute, dass die Ursache dafür die englischen Querdenker sind. Tolle Beleidigung. Fickt euch! Solche Söldner? Ich hole mir mal schnell Söldner. Das kostet zwar ein bisschen, aber ich brauche diese Garde. So. Gut, Luango ist gefallen. Sehr schön. Und sie ziehen hier Truppen in den Osten ab. Sie scheinen sich aufzusplitten, was ich gut finde. Jetzt kann ich hier diese Kastanien-Truppen angreifen. Ach shit, jetzt greifen die hier unsere Söldner an. Okay, das muss ich verhindern. Ja, jetzt greifen die da ein, aber wir sind hier deutlich im Vorteil. Zack, vernichtet. Und ja, jetzt gehen die hier rüber und versuchen Luango zu befreien. Was machen die hier? Was passiert, wenn ich die jetzt angreife? Wir müssen die eigentlich schlagen, bevor die... ihre Truppen hier, ja, jetzt schicken sie ihre Truppen zur Verstärkung rüber. Ich gehe das Wagnis jetzt mal ein und greife sie an. Auch wenn wir jetzt zahlenmäßig unterlegen sind, aber wir sind hier militärtechnisch stärker als sie. Ja, jetzt hauen sie ab. Haha. Gut, jetzt jagen wir sie mal. Ach, wir können hier weiter in eine Idee investieren, Qualitätsideen. Erhöht die Kampfstärke unserer Infanterie, das ist doch perfekt gerade, oder? Im Grunde genommen hat jeder Gefreite Marschallstab im Gepäck. Natürlich nicht wörtlich genommen, doch wer sich in der Schlacht auszeichnen kann,
Der erwarten Ehrungen und Beförderungen. Die Truppe weiß das und wird von ihnen ihrem Wissen inspiriert. Das heißt, unsere Truppen werden jetzt stärker. Unsere Infanterietruppen zumindest. Und ja, Frankreich rastet jetzt völlig aus, weil sie uns wieder den Krieg erklären können, jetzt da der Waffenstillstand beendet ist. Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Wahrscheinlich werden sie uns gleich angreifen, wie ich euch kenne. Und das stimmt auch, Franzosen, oder? Sie sind verbündet mit dem Johanniterorden, Augsburg, Lothringen und Aragorn. Aragorn liebt uns allerdings, das heißt, sie werden nicht Aragorn mit reinziehen, sondern eventuell vielleicht, keine Ahnung, Lothringen oder so. Aber Lothringen, wir haben uns auch ein bisschen mit Lothringen angefreundet inzwischen. Ob die uns jetzt wirklich noch angreifen wollen? Ich glaube eher nicht. Vor allem haben die hier nicht wirklich Kriegsgründe, uns anzugreifen. Ich meine, Navarra haben sie keinen Kriegsgrund. Den einzigen Kriegsgrund, den sie haben, ist... nicht einmal Kent haben sie als Kriegsgrund. Sie haben eigentlich gar keinen Kriegsgrund. Vielleicht Rivalität oder sowas oder... keine Ahnung, irgendwas anderes. Handelsdisput oder sowas. Irgendwas Unbedeutendes. Jetzt besetzen wir erstmal hier Luango komplett. So, jetzt Soyo. Da haben die noch Schiffe, die können wir eigentlich angreifen. Wie sieht's aus mit Ashanti? Oh, Alter, Ashanti! Ich will euch vasalisieren, was macht ihr? Boah, ich muss diesen Krieg beenden und sie vasalisieren. Na, warte, das geht nicht. Das Zielland muss sich im Frieden befinden. Okay, dann kann ich sowieso nicht jetzt machen. Ah, doof. Doof, doof, doof. Okay, holen wir uns wieder Kohle, indem wir Klöster auflösen. Das kann ich ganz gut als heretischer Herrscher. Als heretische Herrscherin, meine ich. Ich werde diesen Verrat nicht tolerieren, ihr spanischen Hunde. So. Dann gehen wir mal in Richtung Kastanie. Das Kastanienreich. So, jetzt haben wir Luango komplett besetzt. Jetzt könnten wir sie sogar komplett... wir können auch deren Vasallen... deren Verbündete können... Ah, warte, wir haben ja hier noch... Oh nein! Der Herrscher, der Holländer ist gestorben. Das ist eigentlich ganz gut, denn dadurch ist unsere Staatsehe mit denen aufgelöst. Jetzt kriegen wir hier Zermürbung, weil wir hier auf feindlichen, also auf menschenfeindlichen Gebiet sind. Was habt ihr denn da vor? Oh, Luango hat Söldner angeheuert. Was habt ihr vor? Ich werde euch lehren, hier auf meinem Gebiet sich herumzutollen. Bäm. So macht man das. Und wenn die Franzosen mir den Krieg erklären, greife ich hier ihre Dingensen an. Ihre Kolonie da. So, Kasanie. Ihr könnt Regierungsform erlassen. Ja, toll. Erkunde mal hier die Küste. Ja, jetzt haben wir hier Madagaskar aufgedeckt, glaube ich, oder? Hey, Kastilien! Hört auf, hier alles zu kolonisieren. Ich will auch noch was vom Kuchen. Alter, 11 Truppen. Was? 14 Truppen, wo habt ihr die denn jetzt her? Hey, Leute. Das tut euch ein bisschen weh, glaube ich, ne? Oder tut es mir weh? Ja, ich glaube, euch tut es ein bisschen mehr weh als mir. Ja, nämlich ordentlich. Ach, jagen wir euch mal ein bisschen. Gehen wir mal auf, ich sag jetzt nichts Falsches. Ich sag gar nichts. Sonst, nein, ich sag nichts. Ich sag nichts. Nein, nein, nein. Den Witz verkneife ich mir jetzt. Den Witz verkneife ich mir jetzt. Ich habe auch meine Grenzen, ne, was das angeht, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich sagen will, aber ich... Nein, 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 ich sag das nicht. Nein, nein, nein. Auch ich habe meine Grenzen. Und bevor ich irgendwelche Schwierigkeiten kriege, sage ich das nicht. Ihr könnt euch das denken. Frankreich hat ein Embargo gegen uns verhängt. Tja, wem wundert's? Hey, Frankreich, kommt erstmal mit euren
anglikanischen Zeloten klar, die von mir kommen. Meine Rebellen, sehr schön. So. Wisst ihr was? Wenn ihr mir ein Embargo gibt, verhänge ich gegen euch ein Embargo. So sind wir quasi wieder im Lot. Oh, okay. Wissenstausch mit Ashanti ist beendet. Boah, was geht denn hier oben ab? Alter, Luba ist ganz schön stark. Luba geht von hier bis hier rüber. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, besitzen wir aber einfach weitere Provinzen hier. Marokko will Colima angreifen oder Colima will... Ne, warte, das ist nicht Marokko. Ach so, das ist wieder so ein Aztekenkrieg. Ja, dann greifen wir Kasani an. Das ist deren Hauptstadt. Ich denke mal, wenn wir ihre Hauptstadt besetzt haben, werden sie aus dem Krieg herausfallen. Oh, jetzt sind die Rebellen. Scheiße. Ja, Frieden können wir noch nicht erzwingen. Dafür müssen wir noch weitere... Ach, jetzt sind die hier. Okay, dann greifen wir die jetzt hier an. Ach, jetzt wollen die wahrscheinlich hier rüber. Ja, verbindet euch doch mal. So. Jetzt bist du hier auf den Falklandinseln, warum auch immer. Dann gehen wir hier dorthin. Wir können erkunde mal den Pazifik ein bisschen. Ja, hier gibt es zahlreiche Pazifikinseln, die wir noch besiedeln können. Vielleicht können wir da auf diese Methode schneller nach Australien als die Kastilie. Portugal, lass den Scheiß! Nein, ich will keine Darlehen aufnehmen. Nein, 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 nachkommen. Nein, 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 nein. Ich muss diszipliniert bleiben. Ich muss diszipliniert bleiben. Auch wenn die Portugiesen mir hier auf den Sack gehen. Mit ihrer Kolonisation. Ich muss diszipliniert bleiben. Hey, Krieg. Mach mal Krieg gegen Portugal. So, Alter. Wie viele Truppen habt ihr? So stellt mir auch Afrika vor, muss ich ehrlich zugeben, dass hier so viele Truppen sind. Leute, benutzt Kondome, im Ernst. Ihr seid zu viele. Ja, jetzt haut ihr ab. Leute, dieses Geplänkel, es geht mir echt auf den Zeiger. Ich kann hier übrigens nicht rüber, warum auch immer. Das ist unfair. Hier, geh mal rüber. Und Kriegserklärung von Frankreich. Noch nicht, aber gleich. Ich glaube, wenn die Kriegserklärung kommt von Frankreich, werde ich den Part beenden. Leute, im Ernst, wo kommt ihr eigentlich immer her? Immer wenn ich denke, ich habe euch besiegt, kommt ihr nochmal mit 1000 Truppen auf. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Hätte nicht gedacht, dass dieser Krieg so anstrengend wird. So, jetzt jagen mal. Ja, yeah, Erkundung beendet. Wo bist du denn jetzt? Wieder Falklandinseln. Mensch, ich glaube, der deckt immer nur eine Provinz auf und dann geht er wieder zurück. So, dann, ja, gehen wir darüber, genau. Über den Südatlantik. Und, ja, meine Truppen jagen jetzt hier diese Luba-Truppen. Ja, wir können hier einiges erobern, wenn hier Luba schon jetzt so schwach ist. Da können wir uns immer ein bisschen was abzapfen von ihrem Gebiet. Wie so eine Ratte. Und die Ashanti haben ihren Krieg beendet und wir können sie nicht mehr vasilisieren. Stimmt doch, oder? Ich hab's gewusst. Ich hab's sowas von gewusst. Ich hasse mein Leben.
Hoffentlich verlieren die ein paar Prünzen. Sind die noch verbündet mit Portugal? Ja, sind sie noch. Scheiße. Tuch verschwindet. In der ewig zunehmenden Korruption in Großbritannien verschwinden immer mehr Tuch aus unserem legitimen Handelsnetzwerken auf dem Schwarzmarkt, während einige die zu restriktiven Regelungen und Tarife dafür verantwortlich machen, scheint ein Teil des Problems eindeutig darauf zurückzuführen werden zu können. Was? Zurückgeführt werden zu können, dass man viel zu einfach mit diesen Verbrechen davonkommt. Wenn Stillschweigen einfach gekauft wird, sind Geheimnisse einfach zu bewahren und diese werden Geheimnisse. Okay. Solange wir Frieden haben. Ich denke drüber nach, nachdem ich euch besiegt habe. Es wird Blut fließen. Portugal will Dingens Jollof angreifen. Jollof ist irgendwie hier, glaube ich. Ja, hier. Nein, Portugal will hier mehr Einfluss kriegen. Ich merke schon. Portugal will mir richtig auf den Sack gehen, was das Kolonisieren angeht. Erst hier in Amerika, jetzt hier in Afrika. Ich soll mal aufhören. Hier habe ich zwei Truppen, komischerweise. Na, gehen wir nach Luanda. So, dann deck mal diese Provinz hier auf. Roanoke hat sich zu Fisch geändert. Das ist diese Provinz hier in Amerika. Portugal! Lass das! Aufhören! Ich bin nicht am überlegen, ob ich Portugal als Rivalen erklären will. Das Problem ist aber, wenn ich das mache, sind die Portugiesen noch aggressiver mit den Kolonien kolonisieren gegen uns. Und sie können sogar die Franzosen sich mit den Franzosen verbünden, weil sie dann The Friend of Our Enemy haben als Modifikator. Und natürlich gehen die mir jetzt hier auf den Sack. Hey Luba. Ich besetze eure Hauptstadt, ich schwör's euch. Gut, Luba macht schon mal einen Frieden. Kann ich sie theoretisch... Nein, geht nicht. Okay, dann machen wir erstmal einen weißen Frieden. Mit Luba. Weil Luba interessiert mich zurzeit nicht. Kastanie. Kastanie interessiert mich eigentlich auch nicht. Besetzen wir mal ihre Hauptstadt und dann ist Ruhe. So, wir müssen jetzt zurück auf unser Gebiet, weil wir sind jetzt hier auf fremdem Territorium. Ah, jetzt geht's. Nein, jetzt komme ich da... Ah, oh, komm, das... Ey, warum komme ich da nicht mehr durch? Ey, das ist gemein. Jetzt kann ich meine Truppen nicht mehr nutzen. Ey, das ist gemein. Das ist echt gemein. Das muss nicht sein. Hier, Militärzugang erbitten. Lass mich hier durch. So, gut. Lass mich hier durch. Warum hat der Kastanie eine Exklave? Verstehe ich nicht. Und Kastanien war irgendwie verbündet mit Luba. Hat nein, Luba und Kastanien war verbündet mit Dingens. Deswegen waren sie auf einmal verbündet. Aber ich denke mal, die haben sich hier zwischenzeitlich hier bekriegt, während wir hier nicht dort waren. So müsste es gewesen sein. Naja. Ach, wir sind schon wieder über der Zeit. Mach ein bisschen nehme ich noch auf. Why not? So heißt das Pokémon wohl genau auf Englisch. Why not? Militärverwaltung. Die stetig wachsenden Armeen des 16. Jahrhunderts führen zu immer größeren und schwierigeren Anforderungen an die Verwaltungssysteme des Staates, indem wir eine dauerhafte Organisation schaffen, die sich um die Beschaffung und Planung der Militärversorgung kümmert, um selbst im Winter oder in Friedenszeiten die Einsatzbereitschaft von mehr Truppen sichert. Können wir langfristig größere Armeen günstiger ins Feld schicken und diese Armeen in Kriegszeiten effizienter versorgen? Bonus. Ermöglicht Gewaltmarsch. Ja, wir können Gewaltmarsch machen. Das heißt, unsere Truppen können sich schnell bewegen, aber es kostet immer Militärmacht, wenn wir ein Gebiet mit Gewaltmarsch
betreten. Das ist jetzt dieser Knopf hier. Genau, jetzt würde ich sagen, wir besetzen die Kastanie und das da. Und danach schauen wir mal, was wir mit den Ashanti machen. Es ist echt scheiße, dass sie jetzt hier Gebiet geholt haben. Ich wollte euch vassalisieren. Was macht ihr? Britische Grundsteine im Vergleich zu Ashantische. Ey, Timbuktu, greif bitte Ashanti an. Regen bleibt in Angola aus. Das ist, ja, das ist diese Provinz hier. Jetzt haben wir hier wieder diesen Modifikator. Ausgebliebene Regenfälle. Und, kriegst du das Kleine von Frankreich? Nein, noch nicht. Aber jetzt! Okay, immer noch nicht. Aber jetzt! Jetzt! Und jetzt! Nein, fuck. ist auch gut. So, Kasanie. Kann ich irgendwas fordern? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Vassalisieren geht auch nicht. Kann ich Geld von euch fordern? Ja. Ey, gib mir all dein Geld. Ich brauche das. Also, wie viel Geld habt ihr? Leute, ihr seid Afrikaner und habt Geld? Sowas gibt es? Nichts gegen Afrikaner. Ich erwähne es nochmal. Ihr wisst ja, ich mach gerne solche Witze. Geld. Und Annexion. Seht, wie unser Land stärker wird. Boom. Und damit sind wir stärker geworden. Yay. jetzt brauchen wir nur noch Machtpunkte, um diese Provinzen hier zu koren. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Denn wir müssen uns diese Punkte erstmal holen. Aber ansonsten... Von der Grundsteuer her sind es ordentliche Provinzen hier. 5 ist okay, 12 ist gut, 8 ist okay und 13 ist gut. Ja, also wir haben jetzt ordentliche Besitztümer in Afrika gemacht. Vielleicht können wir ja daraus was machen. Vielleicht hier weiter in den Osten expandieren oder so. Ja. Jetzt können wir hier theoretisch auch mehr Truppen bauen, nachdem wir die hier gekort haben. Solange, aber erstmal brauchen wir das nötige Geld natürlich. Geld haben wir jetzt allerdings. Ja gut, diese, nicht wundern, wenn hier plus 245 steht. Das ist quasi, steht hier nur dran, weil wir das jetzt durch die Kriegsbeute bekommen haben. Ja, ansonsten, das ist, ja, nicht so hoch. Korruption liegt aktuell bei 11. Dauert noch einige Zeit, bis es abgebaut wird. Aber jetzt, da wir ein bisschen Geld, Geld haben, können wir das leicht abbauen. Und ja, ansonsten schaue ich im nächsten Part, was wir mit den Ashanti machen. Vielleicht holen wir uns einen anderen, vielleicht werde ich das Bündnis mit denen beenden, keine Ahnung. Wir können aber auch, ja, die Kolonie ist gleich fertig. Vielleicht mache ich mich jetzt einmal ans Werk, hier Amerika ein bisschen weiter zu kolonisieren. Oder vielleicht Kanada. Mal schauen, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Und ja, Afrika ist nun mal... In Afrika haben wir jetzt Fuß gefasst und vielleicht können wir hier auch hier weitergehen und Madagaskar hier angreifen. Wir haben viele Optionen jetzt. Jetzt würde ich sagen, wird das Let's Play auch richtig interessant. Jetzt sind wir hier im Jahre 1600. Also ab dem Jahre 1600 wird das Spiel erst richtig interessant. Alles andere vorher ist ein bisschen... Ja, man muss ein bisschen seinen Weg erstmal planen und... ab dem Jahre 1600 geht man diesen Weg stur durch. Ja, und ab dem Jahre 1700 wird es ganz witzig. Da kann man nämlich sehr viel erobern. Da wird es natürlich am spannendsten, weil da sind schon richtige Großreiche sind aktiv und da liefert man sich richtige, ich sage jetzt mal, Weltkriege gegen diese Großreiche. Ja, also es wird noch richtig interessant, dieses Spiel. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, euer Janka. Ciao.